Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed Valhalla. Mein Name ist Profi Amateur und ja, wir wollten uns mit Sigurd am Hafen treffen, haben in der letzten Folge hier noch ein bisschen an unserem Inventar gefeilt und uns den Dolch gegönnt. Ne, hier links ist er drin. Aber bevor wir losreisen, werden wir nochmal saufen und futtern. Und ihr seht, ne, für 65 Silber kriegen wir ganz gut Gesundheit, Rüstung, Attentatschaden, Nahkampfschaden. Deswegen gibt's jetzt nochmal ein Festmahl. Und damit so einiges auf den Tisch gebracht. Hey. Randvieh ist am Kochen, Heitam am Essen. Aber das sieht auch wieder anders aus als beim letzten Festmahl, ne? Also die Sequenzen sind dann auch immer ein bisschen anders. Thekla, ich komme noch zu dir, aber ich muss jetzt mal, ich darf Sigurd nicht so lange warten lassen. Von daher geht's mal ganz schnell zu ihm runter. Ah, den Händler lassen wir erstmal links liegen. Das machen wir ein andermal. Wo ist er? Da vorne steht er. Und ja, es geht zurück in die Heimat. Da bin ich ja mal gespannt. Da, wo das Spiel auch angefangen hat, da geht es jetzt wieder zurück ins verschneite Nordwege. Sigurd, wollen wir, Eivor? Nach Nordwege und noch viel weiter. Dann auf nach Nordwege. Da hört sich ja an wie Buzz Lightyear. Geh voran! Und noch viel weiter, ne? Wer kennt das nicht von Toy Story? Buzz Lightyear. Ich bin mal gespannt, was der Dolch so bringt. Vielleicht sollte ich ihn noch in die Mainhand machen. Nur mal gucken. Halle der Gefallenen, Saga Hördafylki. Es ist fast genau wie früher und doch völlig fremd. Ein paar Jahre auf der Insel haben uns stärker geformt als die Jahrzehnte hier, Bruder. Und es ist arschkalt. Kälter als in meiner Erinnerung. Allerdings, jetzt gucken wir jetzt mal, wo wir genau sind. Wir sind nämlich jetzt hier. Wir reisen straight hier vorne nach Alexandstadir. Genau so hieß das Ding. Ja, wir haben ja auch noch nicht alles... Genau, das konnten wir auch noch nicht erforschen, weil das ja hier viel zu stark war am Anfang. Ne? 280 wird empfohlen. Wir sind gerade mal 300. Von daher könnte es schon knackig werden. Aber ich bin gespannt. Von daher, vielleicht kann uns ja jemand noch eine Geschichte erzählen. Ist unter euch ein Seeskalde? Ich erzähle euch etwas, doch lacht nicht zu laut. Letzten Winter trank ich mit einigen Gefährten in Stavanger. Bei uns in der Methalle waren Männer aus dem Clan Jarl Barts, darunter ein Dichter namens Halli. Von den meisten bissiger Halli genannt. 7 Elhörner war die Nacht alt, als Halli sich auf den Tisch stellte und einem anderen Mann, dem Skalden Tjodolf, etwas zurief. Jeder Hügel und jeder Fjord hier ist jetzt Teil von Harald Schönhaars Königreich. Schon der Gedanke schmerzt mich. Und unser Vater ist ein Narr, der arme Mann. Es war seine Entscheidung. Er hat sich verbogen und brach dabei. Bemitleide ihn nicht. Nein. Viele Monde konnte ich nicht schlafen, weil ich an seinen Verrat denken musste. Ich wünschte ihm das Schlimmste an den Hals. Er verdient nichts als Schande. Schüttel diese Gedanken ab, Sigurd. Der alte Mann ist unserer Zeit nicht wert. Nein. Er soll von derselben Fäulnis kosten, die ich schmeckte. Er soll von dem Ruhm erfahren, den er verpasste, weil er als Schoßhund eines Eroberers hier blieb. Du willst mit ihm sprechen? Ja. Von Angesicht zu Angesicht. Ich sage ihm die Wahrheit. Na, das könnte ja interessant werden. Na dann, zurück zur Geschichte. Genau. Tjodolf, rief er. Ich kann schöner mit meinen Rülpsern dichten, als du mit deiner Zunge und feinen Worten. Alle lachten. Tjodolf am lautesten von allen. Ich nehme deine Herausforderung an, bissiger Halli, gab er zurück. Lass mich beginnen. Alrekstadir, es blüht auf.
Sicher trotz und nicht wegen unseres Vaters. Bist du dir da sicher? Ich werde sagen, was gesagt werden muss. Fürchtest du seinen Tadel? Nein. Ich freue mich darauf. Vielleicht hat der alte Hund seinen Biss ja verloren. Oder vielleicht entzündest du ein Feuer in ihm und wächst seinen Hunger mit deinen Geschichten vom Ruhm. Dann würde ich die Flamme schüren, bis er brennt. Na, da bin ich ja mal gespannt auf dieses Wiedersehen. Und wir sind in Alrekstadia angekommen. So, angelegt. Und jetzt müssen wir Styburn finden und mit ihm sprechen. Was sagt er rein? Okay, das ist ich muss sehen, was du da vorne. Ah, was sagte Randvi noch? Unser Vater verbringt seine Tage in den Methallen und seine Nächte auf blanken Holzbrettern? Das sagte sie. Suchen wir in den Methallen. Es gab eine in der Nähe, ein trauriges Loch, in dem Männer ihr Unglück ertränken. Dort sollten wir suchen. Wir kommen mit leeren Händen. Wir haben nicht einmal ein Geschenk. Ratten wissen Geschenke nicht zu schätzen. Sie lecken ohnehin an allem. Du bist ein Quell der Freude, Bruder. Eieiei, also hat also nichts viel Gutes über seinen Vater zu berichten. Dann gucken wir mal, wo ist hier die Spelunke? Das ist ein anheuerbarer Charakter. Der arme Säufer geht nie nach Hause. Von Sonnenauf bis Untergang sitzt er da und starrt in sein Haar. Ich wünschte, er würde nur einmal ein Bad nehmen. Der Kerl war mal ein König. Würde man bei dem Griesgram gar nicht vermuten. Okay, ich glaube, die sprechen über ihn. Und da ist er auch. Da hängt er. Überm Tisch hängt. Wir sollten gehen. Sieh ihn dir an. Oh oh. Vater. Steh auf. Sigurd? Mein Sohn. Eivor, bei Odin dem Grauen, kommt und lasst mich euch ansehen. Halt. Das ist nah genug. Bei Tyrs Blut, was ist passiert? Eine furchtbare Verwundung. Wie geht es dir? Besser als ich aussehe. Keine Sorge. Das schreit nach einem Trinkspruch. Eure Reise war sicher lang und kalt. Trinkt, auf dass euer Blut warm werde. Wir sind nicht hier, um zu trinken oder zu feiern. Nur um uns das Wrack eines einst großen Mannes anzusehen. Und was dann? Wieder Krieg gegen König Harald führen? Erhebst du Anspruch auf seine Krone? Ist das dein Plan? Für noch mehr Unheil sorgen? Sei nicht albern, alter Mann. Was sollte mich an diesem eisigen Hinterland interessieren? Ich hörte Gerüchte, dass Englerland bereits mehr als genug Könige hätte. Ich dachte, vielleicht wärt ihr zurückgekommen, um... Ich habe alle Träume von der Krone begraben, Vater. Mich erwartet ein größeres Schicksal. Ich bin nur aus einem Grund zurückgekehrt. Um mich zu verabschieden und um dir zu danken. Für dein Versagen. Versagen? Als Vater, als König, als Mann. Ohne dich hätte ich mein wahres Selbst nicht gefunden. Mein Versagen, wie du es nennst. Ich schwur an König Harald, war der einzig vernünftige Weg für einen Mann in meiner Lage. Bevor es hier weitergeht, in dem Dialog, habe ich mich eben erschrocken, weil ich so zugehört habe bei dem Lieben. Bei der Diskussion eben gerade. Borgfinger, vielen lieben Dank für deinen Raid mit 7 Leuten. Danke, danke, danke. Alles gut. Eben war der Dialog da über Sigurd und mit seinem Vater, ne? Und ich war da voll vertieft. Und dann kommt die Sirene und haut mich hier aus der Konzentration. Danke, danke, danke. Und Culturehead ist auch am Start. Moin, ihr beiden. Danke, ich trinke was auf euch, ne? Und wir können gleich mal den Dialog weiterführen.
Dem König gehört die Krone. Du hast deinem Sohn die Zukunft gestohlen. Was ist nur aus dir geworden, du alter Sack? Was sagen wir ihnen? Du hast deinem Sohn die Zukunft gestohlen. An deinem Verrat war nichts vernünftig. Sigurd war dein Thronerbe. Du hast ihn seiner Krone beraubt. Wen habe ich verraten? Einen Sohn, der nie hier war? Einen selbstsüchtigen Jungen ohne Verantwortungsgefühl? Einen hochnäsigen Lügner? Ich habe unzählige Männer in die Schlacht geführt und ebenso viele Schiffe zu Raubzügen in die ganze Welt. Du sprichst von der Königswürde, als zählten dafür nur die Kerben auf deiner Axt. Doch Menschen zu führen erfordert sehr viel mehr. Ich gab meine Krone an Harald, weil er ein Mann ist, der weiß, welche Herausforderungen vor ihm liegen. Im Gegensatz zu dir. Du armseliger Wurm. Oh. Sigurd. Deshalb sind wir nicht hier. Pläne ändern sich. Na. Willst du nicht seinen eigenen Vater erwürgen? Das geht doch nicht. Erzen auch. Meines nicht. Was ist mit dir, Eivor? Oh, mögest du Frieden finden? Dir fehlt es an Mut. Du vertrautest uns nicht. Ja, eigentlich schon, ne? Wir sind da schon ein bisschen auch härter im Ton. Du hättest uns sagen müssen, dass du dich Harald unterwerfen würdest. Und mir die Schande ersparen, mit anzusehen, wie sich mein Vater erniedrigt. Ihr habt recht. Ich schuldete euch die Wahrheit und das tut mir leid. Doch ich entschuldige mich nicht für meine Entscheidung. Dann haben wir uns nichts mehr zu sagen. Genau, lassen wir ihn... Mein Sohn, bitte! Ihn gehen lassen, oder? Ach komm! Du hast deine Worte gesagt und Sigurd hat sie gehört. Okay, das war's. Was ist mit meinem Sohn geschehen? Was hat ihm seinen Arm genommen und sein Herz so verfinstert? Er hat gesehen, wer sein Vater wirklich ist. Ein Feigling, der ehrlicher zu seinen Feinden war als zu seiner Familie. Ich war wie ein Vater zu dir, Eva. Das ist richtig, aber... Ich habe keinen Vater. Genau. Letzten Endes war es ja so, ne? Man war ja irgendwie geduldet. Dieses traurige Kapitel wäre abgeschlossen. Ein Glück. Und nun segeln wir zu fernen Küsten, wo mein Schicksal wartet. Meine Bestimmung. Das Ende meiner Reise. Ich folge dir in dieser Welt, soweit du willst, Bruder. Doch wenn dich dein Weg darüber hinausführt, überlege ich es mir vielleicht anders. Das glaube ich nicht, Eivor. Ich glaube, du wirst staunen über das, was ich dir zeigen werde. Da bin ich immer gespannt. Denkst du noch an deinen Vater? Keineswegs. Ich dachte nur an meine Visionen. Ich bestaune, wie klar sie sind. Wie Erinnerungen an den gestrigen Tag. Sag mir, was du sahst. Dein Leid hat deine Gedanken getrübt. Wir sind so weit gekommen, weil wir uns vertrauen. Sag mir, was du sahst. Beschreib sie mir, deine Vision. In der ersten sah ich eine große Tür, umgeben von Eis, nördlich von Hörderfylki. Der Sagenstein war in den Türbogen eingefasst. Als die Vision deutlicher wurde, öffnete sich die Tür und gab viele Dinge preis. Den Lebensbaum Yggdrasil und die goldenen Felder Valhalls. Und unsere Götter, die mich Freund, Bruder und Krieger nannten. Ich fühlte mich heimisch unter ihnen. Ihre Liebe wärmte mich. Du solltest wissen, dass du nicht allein damit bist. Auch ich hatte Visionen. Hattest du? Und was hast du gesehen? Schwer zu sagen. Ich sah, wie Odin mich in den Schatten führte. Und ich sah Spinnerinnen, die aus Blutsehen Schicksale woben. Ich sah den riesigen Fenriswolf, die Zweige des Weltenbaums und einen Mann mit... Sprich weiter. Balkar warnte mich vor einem großen Verrat. Doch in welcher Form... Das kann ich nicht sagen.
Ich verstehe. Ich halte meine Schwüre, das weißt du. Verrat liegt nicht in meiner Natur. Natürlich nicht. Du bist standfest wie eine Säule aus Stein. Hör ich da Ironie raus? Dein Schicksal erwartet mich. Das hat sich ja gerade nicht sehr vertrauenswürdig angehört. Egal. Wir gehen wieder aufs Bootchen und übernehmen die Führung. Was ist hier los? Dann mal los. Gelange zum nördlichsten Fjord. Schau mal auf die Karte. Wo ist denn das? Da oben. Da oben müssen wir hin. Das heißt, wir umsegeln hier einmal das Kap und dann geht's hier ganz, ganz hoch nach Norden. Warum ist das hier eine zweite? Achso, dann mache ich diese Markierung hier mal weg. Geht das? Mir geht's sehr, sehr gut, Borgfinger. Und vielen Dank der Nachfrage erstmal. Und mega gut. Ich habe heute, weiß ich gar nicht, müssen wir gleich mal zum Schluss dann gucken. Die Töchter Aegis segnen unsere Überfahrt. Einige Raids abbekommen von lieben, lieben, netten Streamern. Ach, und du dann auch noch dazu. Mega geil. Also ihr sagt jetzt, glaube ich, 4 Raids bekommen. Alles. Mega geil. Und mit etwas Glück treibt der Elfred bis ins Meer. Seltsam, wie fern mir diese weltlichen Belange erscheinen. Aber wir haben in Englerland so viel erreicht. Uns erwartet noch so viel mehr. Die Christen sind nur schwerlich Feinde. Sie glauben an einen Mann da oben. Einen, der mit seiner Axt ich denn über uns allen steht. Ich. Das ist ein starker Antrieb. Wir haben unsere eigene Axt und schlagen damit, wohin wir wollen. Diese Frau, Fulke, während meiner Zeit mit ihr, so schmerzhaft sie auch war, zeigte sie mir Dinge. Dinge, die so seltsam und wunderbar waren, dass ich ihr fast für ihren Verrat danke. Was sie dir angetan hat, war über alle Maßen grausam. Mit jedem Schlag des Flegels, mit jeder Narbe, mit dem Verlust meines Arms, wurden meine Visionen stärker. Wenn du darin etwas Gutes sehen kannst, schön. Doch sie war so wahnsinnig, wie das Meer weit ist. Selbst die Wahnsinnigen besitzen Weisheit. Ihr komm Jesus gleich zu dir, Bockfinger. Warte kurz. Nun lebt ihn die halbe Welt. Und an uns glaubte auch niemand, als wir jung waren und unter den Tischen in den Methallen unsere Pläne schmiedeten. Nicht einmal mein Vater. Das ist der Sigurd, den ich kenne. Können wir nicht nach Englerland zurückkehren und beenden, was wir angefangen haben? Nein, vergiss das alles. Die Zukunft liegt vor uns. Großer Reichtum erwartet uns. Ich stehe an deiner Seite, Bruder. Bis zum Ende. Bis zum Ende. Und Bockfinger, du kriegst auch gleich, wenn wir angekommen sind am Fjord, werde ich diese Folge beenden. Nicht den Stream, nur die Folge. Und dann kriegst du natürlich erstmal ein Shoutout, ne? Ganz klar. Für alle Raider, die heute gekommen sind, kriegen von mir einen Shoutout. Und was gab's denn heute bei dir? Ne? Also, mir geht's Bombe. Ich habe noch bis morgen Urlaub. Also morgen einschließlich noch und am Donnerstag muss ich das erste Mal wieder zur Arbeit und denke mal, dann wird der Urlaubsflow so ein bisschen weg sein, aber wird der nicht trotzdem meine Stimmung verschlechtern? Und was gab's bei dir, mein Lieber? Was gab's heute Schönes bei dir zu sehen? Weißer Zorn versperrt uns den Weg. Wir müssen weiter! Kennst du die Richtung? Wie mich selbst! Dead by Daylight. Wir schneiden durch dieses Winterkleid wie ein Schwert durch Stroh. Alles klar. Keine Sorge. Wir werden die Schande des Clans, wenn wir an diesem einsamen Fjord sterben. Ah, das werden wir. Dann zum Abreagieren ein bisschen Fortnite. Das ist ja wirklich so, ne? Ich spiele ja Ballerspiele, um mich ein bisschen abzureagieren, ne? Weil wenn mir irgendwas auf den Sack geht, ne, dann hole ich die Knarre raus und baller in Call of Duty ein paar Leute weg oder so. Oder in Battlefield. Das habe ich schon immer gemacht. So, wir müssen hier hin. Und hier werden wir kurz warten, weil das müsste jetzt direkt... Die Weltkarte ist nicht mehr verfügbar. Und hier werde ich dann diese Folge beenden. Und dann schauen wir mal, wie das dann weitergeht mit diesem schönen Cliffhanger.